Ja, seht schon, ich befinde mich nicht zu Hause, sondern ich befinde mich in Minden, und zwar im Barbecue Saloon. In diesem Video möchte ich euch gerne den neuen Traeger Timberline 1300 vorstellen. Und wie das Ganze aussieht oder beziehungsweise wie der Grill aussieht, das seht ihr jetzt. Hier seht ihr ihn schon etwas in Metall. Ich mache jetzt einfach mal die Klappe auf, dann werdet ihr nämlich schon den Vorteil sehen von meinem Pro, den ich zu Hause stehen habe. Und zwar, er hat halt wirklich hier drei Edelstahl-Gussrostebene, die halt separat halt rausnehmbar sind. Und halt von der Verarbeitung her ist es halt doppelwandig und hat hier oben halt ein richtig schönes, ja, ich würde sagen halt so ein kleines Band, was dann zum Verschluss dient, dass da halt wirklich nichts rauskommt. Hier haben wir jetzt die Steuerung, und zwar diese Steuerung ist eine exakte Steuerung von 70 bis 260, Grad, die auch per WLAN, also per App, steuerbar ist. Gehen wir gleich nochmal im Detail darauf ein, wenn ich halt den Traeger einbrenne. Der Timberline selbst hat mehrere Funktionen, und zwar ein Super Smoke Modus, der geht von 74 bis 107 Grad, eine Warmhaltemodus von 60 Grad, und er hat hier in dem Bereich ziemlich groß eine Pelletkammer, also die ist halt gegenüber dem Pro extremst groß. Wir haben jetzt hier einen Brennraum von, ja, ich sag jetzt mal knappen 8400 Quadratzentimetern, und ich nehme jetzt mal die Roste raus und dann gucken wir uns mal den Brennerbereich an. Nachdem ihr das Deflektorschild da oben weggenommen hat, was trägertypisch ist, das heißt, ihr habt dann halt einen sehr großen indirekten Bereich, habt hier unten nochmal das Diffusorschild, und da drin befindet sich jetzt der Brenner. Und das, was hier so abenteuerlich an der Seite aussieht, das ist eigentlich im Prinzip nur eine Fettrutsche. Der hat hier oben nochmal so ein kleines Gitterchen da dran, das zeige ich euch mal kurz. Und hier läuft dann das Fett runter, tropft dann hier rein, und wo es dann hingeht, zeige ich euch gleich. Jetzt nehmen wir das hier einmal kurz raus, und zwar seht ihr dann halt hier schon, dass da im Prinzip halt hier die Aluschalen mit rein können, und dann tropft hier in aller Ruhe das Fett rein. Ich finde es halt eine saubere Lösung. Ja, und jetzt gucken wir erstmal, was die Pelletkammer macht. Als erstes, was wir machen müssen, ist natürlich Pellets in die Pelletkammer machen. Was ich ziemlich cool finde, und zwar hier hinten habt ihr wieder diese Klappe von Traeger, was ihr kennt, damit ihr die Pelletkammer komplett leer laufen lassen könnt. Sobald ihr Strom dran habt, seht ihr schon am Display, dass dann halt eine voreingestellte Temperatur drin ist. Ihr könnt das natürlich hier mit dem Drehpoti ändern. Könnt ihr jetzt halt hochstellen, wie ich vorhin schon sagte, und zwar von 75 könnt ihr hochgehen bis 260 Grad. Er macht am Anfang im Einbrennbereich oder beziehungsweise wenn er die Pellets reinrutschen lässt, halt wirklich nur 60 Grad, aber dazu kommen wir jetzt. Ich zeige euch das jetzt einmal kurz in dem Menü, und zwar habt ihr eine sehr, sehr große Menüauswahl. Ihr drückt Menü, dann habt ihr Cook Circle, Probe, Wi-Fi Information. Wir gehen jetzt mal erstmal auf Wi-Fi Information. Das ist für euch halt wichtig, um jetzt eben halt euer Handy mit der App zu verbinden. Ich gehe jetzt mal auf zurück, einfach nur den Knopf hier reindrücken, dann habt ihr hier oben den Cook Circle. Das heißt, hier habt ihr zum Beispiel Chicken Challenge, Beginners Brisket und. Ihr könnt halt hier mehrere Rezepte hinzufügen. Aber wir brennen jetzt erstmal den Traeger ein. Im Display seht ihr das auch schon, hier steht jetzt halt wirklich zum Starten den roten Knopf drücken. Das tue ich jetzt in dem Fall. Jetzt hört das schon. Jetzt fängt das Gebläse so ein bisschen an. Gucken wir jetzt erstmal rein, wie sie jetzt da reinkullern. Wenn ihr das jetzt halt so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Qualm seht, das ist jetzt noch nichts von den Pellets, sondern das ist das Industrieöl. Das muss jetzt erstmal verbrennen, und ich glaube, die Schnecke bewegt sich ganz, ganz langsam, und da fallen jetzt gleich die Pellets durch. Ja, das Prozedere kennt ihr schon aus einem meiner früheren Videos. Jetzt fallen da die ersten Pellets durch, berühren dann unten jetzt einen kleinen Glühstab, und jetzt warten wir erst, bis das anfängt zu rauchen. Was ihr jetzt hier oben in der Zeit, wie die Pellets reinfallen, sehen könnt, und zwar, es ist doppelwandig. Ich stecke mal hier meinen Finger rein. Seht ihr das? Doppelwandig, und hier oben, da ist der Temperaturfühler, der misst den Innenraum. Finde ich halt schon sehr, sehr cool, und ja, ich freue mich schon, wenn er gleich an ist. Sobald ihr dieses kleine Räuchlein seht, seht ihr schon, dass unten der Glühstab halt Kontakt mit den Pellets hat. Das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen weiter glühen, und dann können wir anbrennen. Sobald ihr diese Flamme seht, müsst ihr dann sofort dieses kleine Deflektorschild darüber machen. Machen und dann das große drüber machen, ja, und dann heißt es einbrennen. Ist jetzt alles drin, das Deflektorschild ist drin, und jetzt geben wir hier ein bisschen Attacke, das heißt, wir gehen jetzt hier komplett auf die 260 Grad und lassen ihn dann jetzt, ich sage jetzt mal, für eine halbe Stunde einbrennen. Der Traeger hat jetzt seine Temperatur erreicht, die haben wir eingestellt auf 120 Grad in etwa, und da machen wir jetzt nichts anderes drauf wie eine Rinderrippe. Und zwar legen wir die jetzt im Prinzip hier unten mit der Knochenseite nach unten, direkt hier unten rein. Da oben haben sie jetzt zwei Steaks verehrt, aber die sind halt noch vom Echelon.
Wie ich die zubereitet habe, seht ihr in einem anderen Video. Das verlinke ich euch dann unten in der Infobox. Ja, kommen wir jetzt gerade zum Fazit von dem Timberline 1300. Finde ich mega. Das Gerät super einfach einzuregulieren und der macht halt wirklich alles automatisch. Die App-Steuerung bin ich jetzt nicht näher drauf eingegangen, aber die ist halt auch sehr, sehr simpel und erklärt sich von selbst. Und ich finde den Grill sehr gut. Und die Pelletbox ist ausreichend groß genug, dass man da extremst lange Longjobs mitmachen kann. Die Doppelwandigkeit ist auch aus meiner Sicht halt perfekt. Das heißt, er dämmt dann halt alles nochmal insofern ab. Und ich finde, schon richtig schöner Pelletgrill. Ja, das war's, das Video zu einem neuen Träger Timberline 1300. Wie ich finde, ein wirklich hervorragendes Gerät und so viel Platz auf so viel. Also, ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Kommen wir zum Ende zu dem Video und danke nochmal für die Einladung vom Barbecue Saloon. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir wie immer einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das ist unterhalb von diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder andere Rezepte, schaut einfach auf tobiasgrill.de nach.